Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 14. April 2019, Maya-Kalender. Die alten Mayas haben ein sehr präzises Kalendersystem ausgearbeitet. War auch eine Hochkultur und sie haben mit der Natur im Einklang gelebt, auch beobachtet. Leider wurde von diesem Kalender ein Teil durch die Inquisition verbrannt von diesen Schriften, aber ein Teil noch erhalten geblieben. Und auch wenn das für uns etwas fremdartig klingt, möchte ich das näher bringen, weil das beschreibt die Qualität des Tages. Und dann sind wir im Einklang mit der Natur, sind wir im Einklang an die wiederkehrenden Zyklen und kosmischen Einflüsse. Im Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen sind Frequenzen, Schwingungen. Und jetzt befinden wir uns in der 10. Welle und das dauert bis 19. April 2019. Und das sind die Themen in diesem Zeitraum: Klarheit über etwas, Erkenntnisse gewinnen, die Polarität Licht und Schatten erkennen, das Aufklären, negative Einflüsse, negativen Gefühlen erkennen und aufzulösen. Das ist ein Spiegel und das spiegelt uns gerade etwas. Wir ordnen unseren Ideen, unseren Gedanken und wir zeigen die Kraft. Es ist auch eine Feuerenergie des inneren Feuers, die Reinigung. Und mit dieser Feuerenergie, nach diesem Reinigungsprozess, geht alles weiter. Die Probleme werden wir erkennen oder die Hindernisse. Das löst sich auf, weil das ist die Zeit, etwas zum Klären. Dann kommt die Wahrnehmung dazu, dass wir unseren eigenen Standpunkt einnehmen und natürlich auch das Vertrauen. In dieser Zeit fragen wir auch, was sind unsere Bedürfnisse? Was brauchen wir wirklich? Wir befinden uns heute im 8. Tag in dieser 10. Welle und die Mayas haben die Zahl 8 so gezeichnet, eine Linie, das war die Zahl 5 und noch die 3 dazu. Und die Zahl 8 hat für die Mayas bedeutet Harmonie, Gleichgewicht, Ausgleich, auch die inneren Gleichgewicht halten, etwas vergleichen, ausgleichen und Manifestation. Die heutige Kraftfeld zeigt Chikchan, die rote Schlange. Ich habe die tibetische Astrologie vorbereitet heute und da kommt auch die Schlangenenergie vor. Und in der indischen Astrologie bewegt sich Mond auch im Mondhaus der Schlange. Und hier kommt auch die Schlange vor. Und das bedeutet, diese Schlangenenergie nichts anderes als die Kundalini-Energie. Und das könnt ihr so vorstellen wie zwei Schlangen. Die eine zieht die Energie nach unten und blockiert. Und das sind Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut. Und das löst sich gerade auf und wir verabschieden von diesen negativen Gefühlen und übergehen wir auf den positiven Gefühlen. Das ist die zweite Schlange, die zweite Schlangenenergie. Und das steigt alles nach oben. Erstens befreit das. Zweitens, alles steigt wie Phönix aus die Asche. Und das ist schon Erfolg. Und das sind die positiven Gefühle. Und dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit und natürlich Liebe. Und diese Wandlung befinden wir uns im heutigen Tag.
Und wie ich schon sagte, das ist nicht nur im Maya-Kalender, auch in indischen Astrologie, auch in der tibetischen Astrologie, auch die gleichen Energie. Also wir haben dieses Kraftfeld und das ist die Schlangenenergie, bedeutet aber auch Entwicklung, Vitalität und auch Sexualenergie. Die Mondkraft zeigt die blaue Affe, so heißt das übersetzt Chuen, die blaue Affe, und das steht zu Kindern. Und das ist das Spielerische, das Spontane, die Leichtigkeit, die Unschuld, spielerische Art und Weise, mit etwas umzugehen. Natürlich kann auch bedeuten Kontakt zum Kindern. Aber wichtig ist auch die Fantasie, die Spontanität, das Spielen, die Leichtigkeit, die Humor und auch das Unschuld. Und das war meine heutige Botschaft über diesen Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.